Mann, Philipp, ich piss mir gleich in die Hose, Alter. Ich muss pinkeln, wirklich. Ja, ich fahre jetzt raus. Ich glaube, ich bin der Einzige, weiß nicht, ob in Deutschland oder zumindest hier in der Stadt, der eine Mail kriegt, wenn sein Keller voll läuft. Echt? Ja, habe ich gebaut. Oh, weil ich keinen Bock mehr hatte, mal nachzugucken. Kann man schon eigentlich sagen, dass du das Internet nach Rüssel gebracht hast? Ja, es war ja schon da, es war noch nicht verteilt. Es war ja ganz am Anfang, hat er noch unten im Erdgeschoss gewohnt und nur oben war Klimansland. Da, wo auch das Pferd noch da war in der Zeit. Genau, ja. Und dann haben wir, er hat uns auch nicht erlaubt, ein Kabel irgendwie zu ziehen. Also haben wir irgendwie einen Fritz-Repeater genommen, den oben hingestellt und von da aus dann verlängert in den Serverraum. Der Serverraum war ja auch nur diese, hier ist die Kokelkammer da. Was ist das denn? Räucherkammer. Ja. Mhm. Ja, und die habe ich halt dann ja umgebaut. So, und dann von da aus angefangen, alles zu verteilen. Mein Witz ist, dass ich das nicht konnte. So, ich war nur der Einzige, der da war, der irgendwas mit Computern gemacht hat. Wir haben mir andere am Telefon erklärt, wie das geht, die dann halt nach und nach immer wieder vorbeikamen. Wie lange warst du jetzt schon Twitch? Tatsächlich erst seit November oder so. Echt? Ja. Krass, dann hat es ja aber bei dir schon recht geil funktioniert. Das ist ja, aber du musst ja auch sehen, das ist super nischig, ne? Es gibt einen Bereich, also ihr seid ja immer unter Essen und Trinken unterwegs, glaube ich? Oder nee, just chatting. Ja. Ich habe keine Ahnung von diesem Chat. Ich habe ja mit Flo zusammen den 3D-Drucker so rumstehen, zwei. Mhm. Den größeren von beiden habe ich mit ihm im Stream zusammengebaut. Und dann waren das 7 Stunden Streams teilweise. Die ganze Generation, die jetzt irgendwie damit aufwächst mit Netflix und so, die gucken halt, was sie Bock haben, um ja, die Uhrzeit, genau, die sie Bock haben. Aber ist es für dich auch so, dass du sagst, wenn Fernsehen sich jetzt nicht ändert oder wandelt, gibt es das bald nicht mehr? Wird es so nicht mehr geben? Ich glaube, das löst sich biologisch, das Problem. Also okay. Irgendwann ist die Generation weg, die das guckt. Ja, nee, und dafür habe ich die Software geschrieben und die Hardware entwickelt, die Prototyp-Hardware. Dass du mit das, also du hast ein Handy, da kannst du Werkzeug ausleihen. Mhm. Dass du, ich weiß nicht, guck nach, gibt's denn da in dem Container, gibt's eine Bohrmaschine. Echt, ja? Mhm. Ich guck ja Fan der ersten Stunde. Mhm. Dann habe ich gerade Feierabend. So, das passt halt hier dann. Dann sitzen wir halt hier, essen und gucken euch dabei zu, wie ihr Essen macht. Ja. Habe ich gemacht gerade eben. Geil. Und wie lang brauchst du für sowas zu drucken? Das kommt drauf an. Das ist der. Muss man nebeneinander halten. Ja, das ist dicker, das ganze Zeug. Das war der erste Versuch. Das waren 3 Stunden 40. Und das waren 2 Stunden. Ich glaube, eine Stunde weniger, dadurch, dass es ein bisschen dünner ist. Okay, krass. Das dauert halt wirklich lange. Das ist schon, du bist das schon so von der Größe her, sag ich mal, gibt es ein Limit. Also kannst ja nicht jetzt, sag ich mal, du kannst ja nicht so. Gibt es. Und die hat einen Drucker entwickelt, der heißt Treadmill-Drucker, auf dem Laufband quasi. Kannst du unendlich lang drucken zumindest. Abgefahrenes Zeug. Also es gibt die in riesig mittlerweile. Manche Leute drucken Schiffe. Jetzt wurde irgendwo ein Haus jetzt gedruckt. Was? Ja. So, ein ganzes Haus zum Wohnen? Ja. Das ist ja. Leck mich am Arsch, Alter. Eine Mutter für irgendwie, nehmen wir mal an, für deine Duschkartusche da. Kannst du selber machen. Anstatt zwei Tage zu warten, bis du endlich deine Mutter abholen kannst, setzt du einfach dich dahin und druckst die Mutter, ja? Im besten Fall hat sich schon jemand designt, ja. Aber das war tatsächlich jetzt ein Kumpel, den ich noch von einem alten Beruf von damals kenne. Und jetzt war aber bei denen irgendwas an der Duschabtrennung abgerissen. Ja. Irgendwie so ein Halteding, was an der Wand festgedübelt ist. So, und er kann halt ein bisschen 3D, hat sich hingesetzt, hat das nachdesignt, hat das gedruckt und reingeschraubt. So, und das wird halt nicht mehr produziert. Das heißt, alternativ hätten sie jetzt die ganze Duschtrennwand wegschmeißen müssen, okay, eine neue dran schrauben müssen. Und er hat jetzt halt einen Teil gedruckt und seitdem sagt seine Frau, ist mega. Blumen oder was? Bei der Lego? Die sind der Shit. Ja, und am Ende kommt halt ein Körperball raus und den nimmst du dann, packst das quasi hier rein. Da siehst du schon, das Ding habt ihr glaube ich schon gesehen. Mhm. Das ist ja die Druckfläche drüben. Und dann kann ich halt jetzt das Logo da reinziehen, kann es mir hinlegen, wo ich will. Ich habe es hier auf 65% gestellt gehabt, aber ich kann auch sagen, mach's mal wieder so groß wie vorher. Und dann kommt 1,57 Euro. Also alleine für die, ja, für die Materialien. Genau, nur das Filament, was, also das, so heißt das Zeug, was du da durchdrückst. Der braucht 21 Meter von der Rolle.
Runden wir auf 2, 2, 4, 6, 8, 8 Euro. Ja, nur weil du jetzt deine Unterschrift drauf hast, willst du 3000 Euro dafür verlangen? Das ist Kunst, ne? So definiert man Kunst. Und der Drucker, ihr seht ja, wie langsam der ist. So, der braucht halt so sein gemächliches Tempo. Und dann gibt es halt mittlerweile Drucker, die bauen so ein Schiff, wo ich 3 Stunden für brauche mit dem in 5 Minuten. In dem gleichen Ding. Das sieht abgefahren aus, weil sie. Das ist so der Müll, der anfällt nach und vor dem Druck. Dann hast du halt immer mehr so Gestrüpp einfach noch da rumliegen. Kannst du nicht wirklich verwenden, oder? Nee, das sammle ich tatsächlich. Die Sachen, die werden geschreddert irgendwann. Und dann wird daraus ein neues Filament gemacht. Und ich habe ein Kochbuch, das heißt irgendwie Kochen für Geeks. Da ist das halt aufgeschrieben wie so für Programmierer extra, weißt du? Ey, das bockt mich trotzdem nicht. So bei, ich weiß nicht warum, aber Kochen ist so für mich. Fakt, ich muss das machen, weil, also ich... Das kostet voll viel Zeit am Tag für etwas, wo ich viel geileren Scheiß machen könnte. Ja, ja. So. Ja. Da siehst du halt, dass es nicht mehr so sauber ist. Dicker. Ja, wir machen das Weinchen ein Foto, damit sie weiß, dass wir auch gearbeitet haben. So, reicht. Geil. Okay. Boah, Dicker! Ich hab mal gerülpst. Ja, genau, das ist ja das Problem. Boah. Das ist so geil und es funktioniert genau wie im echten. Ich hab wieder genau Treffung. So. Wie, und der Chat? Ich verstehe das alles gar nicht. Ich bin 1984 geboren, das ist für mich hier, als die wenn wir in der... Und ich kann das Licht wechseln. ...der scheiß Voyager sitzen, Alter. Ist das so? Hier für 500 Kanalpunkte. Die Pflanze, jetzt dreht die sich. Wie, was sind Kanalpunkte? Die kriegst du, wenn jemand euren Kanal guckt und zuschaut, dann kriegt der nach und nach immer mal ein paar Kanalpunkte. Und die kann man wieder gegen irgendwas einsetzen. So was geht halt, ne? Ich habe hier noch so eine. Ah! Da hat jemand mal 50 Euro gespendet. Joker! So richtig. Und das hat halt zum Beispiel die Software, also diese ganze Anzeige, die du siehst, hat dann eine Mitarbeiterin von uns geschrieben. Die hat halt voll Bock da drauf gehabt, hat sich hingesetzt und hat das halt gebaut. Und da könnt ihr dann zum Beispiel hier einen Kanal aussuchen, drückt auf Raid beginnen und dann würdet ihr am Ende halt irgendwo hin raiden. So. Und das ist halt so krass. Ich habe ja bei YouTube ja auch nie Geld verdienen wollen. Das habe ich ja nie gemacht. Ich habe immer gesagt, will ich nicht. Weil ich glaube, es ist menschlich, dass du dann halt anfängst, dich selber unter Druck zu setzen. Also ich habe letzten Monat so und so viel gemacht. Mhm. Nächsten Monat werde ich mindestens auch genauso viel machen. Und ich sehe das bei Twitch. Wenn ich mal zwei Tage nicht streame, siehst du ja auch, dann subt keiner, ne? Und die Abos verfallen so. Und du siehst halt, überall kommen Pfeile nach unten und alles ist schlecht und das macht mich fertig. Und wenn ich da nicht ein paar Leute im Hintergrund hätte, ich mach das ja nicht alles alleine. Also im Hintergrund gibt es dann die ganzen Grafiken und so, die male ich ja nicht selber, weil ey, ich bin der schlechteste Frontendler der Welt. Da habe ich Leute für, die das in ihrer Freizeit einfach machen, die gesagt haben, ey, ich will da kein Geld für. Wenn du mal Merch hast, mach mir ein schickes Paket. Oh. Ey, ich glaube, wir müssen uns hier mal 24 Stunden einstellen. Und alles, was hier gerade so läuft, ne, ist dann seit November teilweise, habe ich einen Monat Vollzeit dran gearbeitet, weil die anderen Arbeitskollegen haben mir dann die Arbeit abgehalten, ja, damit ich mich nur um das hier kümmern kann. Also das, was ihr seht, ist jetzt wirklich Monate Arbeit. Ne? Abgefahren. Ich finde es krass. Ich finde es, also... Ich, wie gesagt, ich hätte es nicht, ich glaube nicht erwartet, dass wir so viel heute noch sehen. Ja, ey, crazy, vielen Dank, Fege, Mann. Bitte, bitte. Wir sehen uns morgen zum Kochen. Dann zeigen wir dir unsere kleine Welt. Unsere kleinen Kosmos. Der Aufwand, der da ist, dafür bräuchte ich eine Vollzeitstelle. Geldmäßig passt das hin und vorne nicht. Also das ist das, wer hat das mal, der Schwiegervater von Torben, also mit dem ich das hier alles zusammen so mache, Torben ist mehr so der Hintergrundtyp, der hat mal gesagt, was bist du? Bist du Insolvenzer? Und damit hat er ziemlich recht. So, das ist so dieses, ich stecke da unglaublich viel Geld rein und Zeit, aber finanziell ist das krass eine Nullnummer eigentlich noch. So, also es deckt halt gerade so die Unkosten, so dass du sagen kannst, ich kaufe mal eine neue Lampe für die Decke oder so.